Du hast gekündigt, machst ein Sabbatical, du gehst auf Weltreise, aber wo oder was mache ich dann mit meinem Pensionskassengeld? Hallo und herzlich willkommen, das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Abonniere den Kanal hier oben links, dann wirst du immer geupdatet über das Thema Versicherungen, Steuern und Finanzen. So, nun ist es also soweit. Du wechselst deinen Arbeitgeber, machst ein Sabbatical, machst eine Weltreise und du bekommst ein schönes Formular von deiner Pensionskasse, von deinem Arbeitgeber, das du ausfüllen musst, aber keine Ahnung hast, was du eigentlich genau machen musst. Dann kommen noch solche Begriffe wie Freizügigkeitskonto und du fragst dich, ich habe keinen Plan. Dann ist dieses Video für dich grundsätzlich, denn das ist wirklich ein sehr wichtiges und spannendes Thema, das ich hier dir kurz verklicken möchte. So, grundsätzlich ist es so, dieses Freizügigkeitsguthaben von der Pensionskasse ist dein Geld. Wenn du aber noch nicht pensioniert bist, wirst du es nicht Cash erhalten. Das heißt, man muss ein sogenanntes Freizügigkeitskonto eröffnen, sofern du das nicht wieder in die Pensionskasse von deinem neuen Arbeitgeber einzahlst und das angibst. Wenn du so ein Freizügigkeitskonto wählst, ist mein erster Tipp: Mach es nicht auf ein stinknormales Bankkonto bei einer Bank. Weil die Verzinsung grundsätzlich, die ist miserabel und ich denke mal, irgendwann kommen dann auch noch Negativzinsen dazu. Das heißt, wenn du es dort parkierst, hast du sogar noch weniger, als dass du mal dort parkiert hast. Tipp Nummer 2: Wenn du gar nichts machst und das nicht ausfüllst, haben viele das Gefühl, das Geld ist verloren. Nein. Ist es nicht, und zwar, das ist das Schöne an diesem Freizügigkeitsguthaben, es ist nie verloren, dieses Pensionskassenguthaben, sondern es liegt entweder noch bei der Pensionskasse, aber die werden das irgendwann dann abschieben zu der sogenannten Stiftung Auffangeinrichtung. Die Stiftung Auffangeinrichtung ist vom Bund vorgegeben und die verwaltet zum Beispiel Pensionskassenguthaben, das eben du mal angesammelt hast, aber nicht deinen neuen Arbeitgeber einbezahlt hast, kein Freizügigkeitskonto eröffnet hast oder einfach gar nichts gemacht hast. Das bei der Stiftung Auffangeinrichtung. Bist du hier nicht sicher, ob das könnte ein Thema sein, blende ich dir hier unsere Beratung ein, dann können wir das zusammen besprechen, denn wir können auch eine Anfrage machen, ob Pensionskassenguthaben noch bei der Stiftung Auffangeinrichtung vorhanden ist. Dann kannst du das nämlich wieder zurückholen und dir auf ein Freizügigkeitskonto wieder überweisen oder bei deinem neuen Arbeitgeber, je nachdem, einzahlen. Da helfe ich dir gern, wie gesagt, eingeblendet für einen Termin. Voilà. Meine Empfehlung grundsätzlich ist aber, wenn du ein Freizügigkeitskonto machen willst, dann unbedingt ein Anlagekonto mit Wertschriften, weil das Geld, das du ja dort parkierst, wird nicht mehr gefüttert von dir und nicht von deinem Arbeitgeber, sondern steht dort nackt. Heißt also, es wäre ja schön, wenn es ein bisschen wachsen würde. Mach es auf ein Anlagekonto mit Wertschriften, dann hast du wirklich eine gute, längerfristige Rendite. Die Börse über die Jahre, längerfristig wichtiges Thema, macht sicherlich eine Rendite von negativ, sagen wir 1% bis ca. 6% auf 10 Jahre, je nachdem, wie du anlegen möchtest. Aber du wirst mehr haben. Zinseszinseffekt kommt dann wieder zum Zug. Und das ist dann auch schön, wenn das Geld ja, das dort still ist, noch wachsen würde. Wir helfen dir da gerne. Würde mich freuen, wenn ich von dir höre. Hast du hierzu noch Fragen, dann kontaktiere mich direkt. Magst du dieses Video bitte teilen, liken, feedbacken. Und wenn du es noch nicht bist, sei easyinsurance.ch. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!